Hallo, ich hab einen Vogel. Ich bin schon cool genug. Ja, stimmt, der Vogel. Würde ich ihn mal hier an die Front stellen. Aber vielleicht ein Heilmittel. Ja, wieder volle Leben. Einsatzbereit. Kannst du es nicht mit dem Bogenfuzzi den letzten da auch noch weghauen? Ja, nur kein Stress. So. Angriff. Na, hoffentlich trifft er mal. Muss den anfeuern. Schwuchtel, Schwuchtel, Schwuchtel. Ja! Dass du da noch drauf hörst. Das trifft. Das, nein, funktioniert, wollte ich sagen. Das funktioniert ja sogar. Ich glaube, das musst du öfter machen. Schwuchtel. Jetzt musst du ihn ausbuhen, dass er nicht trifft. Ah, gut, hast du es gemacht. Späteinsatz. Gut, hast du es gemacht. Der hat meine Gedanken gehört. Oh, der kann über die Entfernung angreifen. Daneben, 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 daneben. Ja! Nur weil ich ihn vorher mit Schwuchtel angewollt habe. Aber ich mach das auch so. Wenn irgend so ein Speer auf mich zufliegt, dann mache ich aber einen Schritt zur Seite und win. Mach ich den ganzen Tag. Ist das eine Win-Win-Situation? Nee, das will den anderen töten. Den da? Ja. Menschen töten ist so cool. Sag mal, wie war eigentlich dein Pepperoni-Auflauf? Oder was du da machen wolltest? Dein Schnitzelbrötchen? Nein, Pasta Pepperonala? Ja, genau, das Schnitzelbrötchen. Oh, das war. Das war richtig lecker. Echt? Ja, glaubst du es oder nicht? Na, das wird schwierig. Nächste Woche gibt es dann Kräuterrollbraten. Kräuterrollbraten? Also Rollbraten mit Kräuterfüllung? A la Jenny, aha. Kannst du hier aus dem Spiel welche rausnehmen? Kräuter. Kann ich auch besuchen. Nee, mit denen mache ich schon Tee. Ach ja, stimmt, der Tee. Der hat viel zu viel Bier getrunken. Nee, der ist nur voll genährt. Wampe. Der hat genug Schätze gegessen. Wahrscheinlich jeden Tag unter der Dusche. I'm sexy and I know it. Entschuldigung. Sie tun in unserem Land, was sie wollen. Sogar unsere Geistlichen senden sie in ihre abscheulichen Lager. Ach nein. So traurig. Aber was soll ich tun? Ich habe nicht euren Mut. Aber diese Axt. Die werde ich euch geben. Vorfall! Es ist ein Beil, keine Axt! Ja, das kann ich mal richtig retten, also wollte es ihm wohl scheißegal sein, ob es eine Axt oder ein Wurfball ist. Warten. Denkst du, man kann die Hühner da angreifen? Die links da, hast du gesehen? Mist, hat nicht geklappt. Pfui. Das wäre doch echt mal interessant, ob man dann die Hühner da angreifen kann. So zertrampeln oder so vielleicht. Leg ein Ei, komm schon. So, gut machst du das. Ja, Mann. Wir stürmen die Gasse. Und schon wieder ein auf dem Gewissen. Das ist ja richtig Serienkiller hier. Schäm dich. Tja, jeden macht eben was anderes aus. Na, hau ich mal mit dem drauf und dann vielleicht noch mit dem Bogenkerl. Rems. Rems. Ey, da steht ja auch so viel da. Die macht das gerne. Nee, 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 nicht den. Den da. Mal sehen, ob er trifft. Schule Mädchen. Level up. Weißt du, was mich Level up erinnert? Was denn? An ASDF Movie. Wo er den einen schlägt und so. Hey, was geht mit dir? Level up. Ui, so der greift wieder zweimal an. Ach, dein Liebling, Yannick. Ja, der greift natürlich greift er zweimal an. Das ist Edward, hallo?
Jetzt nochmal auf den Kopf, auf den Kopf, auf den Kopf. Hab wieder Ausgewicht mit der Rolle. Sie hat so viel Stil. Oh, den habe ich nicht gesehen. Wo kam der denn her? Von der Star Engineer. Wo ist denn der rausgesprungen? Aus dem Fass? Der ist aus dem Loch gesprungen. Das hat ein Ei gelegt, also das Huhn hat ein Ei gelegt und das dann klüpft. Achso, klingt realistisch. Und wie bei Demon hat er so einen Tamer und dann BOOM! Der rollt sich am Boden rum wie so ein Käfer. Ja, Nick, wenn ich mal eine Grundschullehrerin werde und Sport mache, ne? So, und nun, liebe Kinder, lernen wir eine Rolle. Sie wird euch ziemlich nützlich sein, wenn ihr mal irgendwo kämpft. Aber ganz sicher. Einfach ein Käfer. Okay, dann würde ich mal sagen, er rennt einfach mal so ein bisschen nach vorne. Heilt sich wieder. Du machst deinen üblichen Job. Einmal raufhauen. Aber merkst du, die ist ein richtiger Abstauber. Mhm. Die macht nichts alleine. Die macht immer nur so einen letzten Zipfel. Was sonst keiner machen will. Drecksarbeit. Lass mal hier auf die Hühner laufen. Weiß ich, was passiert? Fliegen die weg oder werden sie zu Moos? Platz, platz, platz. Jetzt sind sie weg. Jenny, du hast sie vertrieben. Was? Du hast die Vögel vertrieben. Ist klar. So was macht man nicht. Was hast du denn gesagt? Fliegt. Fliegt zu Yannick nach Hause und legt ihn voll das Ei auf den Kopf. Ach, ich dachte, mach mal schön. Da ist nichts mehr. Dann, ja, okay, lassen wir zurücklaufen. Ja, okay, ich laufe zurück. Ich brauche die Nummer. Jetzt sind die Vögel weg, jetzt darfst du zurücklaufen. Es ist die Frage, mit wem greife ich an? Mit wem? Ja, er ist viel stärker. So, Angriff. Oh, das sieht gefährlich aus. Na, dann musst du ihn mal wieder anfeuern, dass er mich trifft. Mach den Käfer! Käfer, Käfer, Käfer. Ja, und nicht ganz, aber die Wirkung, das Resultat war das gleiche. Was war das jetzt? Das war ein Fallrückzieher, voll ins Gesicht. Level gestiegen. Schön. Ja, macht sie hier wieder ihr Übliches, das was sie kann. Einmal abstauben. Kapau! Wie die dann echt immer noch stehen bleiben, dann... Oh, scheiße, ich bin ja tot. Das sind ihre letzten Momente. Du bist schon wieder ein Level gestiegen. Level up? Magie, das ist ja toll für dich. Ja, ne? Freue ich mir ein Schlitzelbrötchen. Ja. Okay, mit der Axt. Frucht. Nö, noch will ich hier so... Nö, kaputt machen. Na, hau mal drauf, Digga. Was seid ihr doch für flinke kleine Mäus. Wie lange wollt ihr in diesen Gassen noch herumrennen? Na, bis leer? Stahlschwert! Das kann ich meinem Schatz geben! Sieht so pussymäßig aus, hat aber so eine Fresse, ne? Und schau ihn weg! Also, wir stellen fest, Axt übermächtig. Ey, die ist auch voll gut. Du kannst damit Essen besorgen, Bäume fällen, Menschen schlachten, Schweine schlachten, ein Haus bauen. Was? Das ist unmöglich. Es lief doch alles so gut. Yippie-yay. Dann. Wer darf flüchten? Wer darf flüchten? Ja, er. Wer denn sonst? Ach nö, die müssen einzeln flüchten. Ist ja langweilig. So, du darfst. Du darfst auch. Und du nicht. Okay, wollen wir nicht so sein. Kannst du einmal im Kreis und dahin. Tschüss.
Ihr hättet noch Schuhe im Ausverkauf gesehen. Hm, hat sich's überlegt, ob es nicht doch zurückkehren sollte. Alle Mann, hier entlang, Kompanie, Marsch! Einem Entenmarsch. Ein Gänsemarsch. Zum Aufbau auf die Stadtmitte zu, innen nach! Ey, der Schnauze. Ja, schick. Gut gemacht. Wir fahren aus dem Markt. Wenn wir in der Masse untertauchen können, verlieren sie unsere Fährte. Ja, es ist doch voll unauffällig, wenn der mit so einer fetten Axt rumrennt, der mit einem Schwert und so. Ja. Hey, Lady! Ist das eine Anmache? Nico! Oh, die Bäuerin. Die sind wieder hinter euch her, stimmt's? Da holt sie gleich ihre Keule raus und vermöbelt die alle. Nee, eine Schweinshaxe. Ein Nudelholz. Sind du und deine Freundin in Ordnung? Hast du also keine Augen im Kopf? Nö, alle tot, weißt du? Ich glaub's nicht. Sie sind schon wieder verschwunden. Der hat auch keine Augen im Kopf. Da rumstehen, ne? Nee, hat ja wirklich. Guck mal, der hat wirklich keine Augen. Geht diese hinter dem Helm versteckt. Kein Wunder, dass er dir jetzt sieht. Älterer. Der ist nicht alt, der ist nur älter. Überlass die Soldaten uns. Ja, ich sag ja doch, die vermöbeln die jetzt. Die alten Säcke vermöbeln die jetzt. Das ist lauft weiter und bringt euch in Sicherheit. Schnell, nicht träumen. Ihr müsst flüchten. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Vielen Dank. Wusch, ihr bleibt ja nochmal stehen. Wartet, dort sind sie. Fangt sie. Oh, es gibt aber Stress. Jetzt gibt's Beef. Kriegen wohl ihre Haxen raus. Wieso bleibt ihr stehen? Weil. Sonderschlussverkauf. Weil Menschen im Weg? Na, sie. An uns kommt ihr nicht vorbei. Wir halten zum Bund der Morgenröte. Recht hat sie! Der Bund steht unter dem Schutz der Göttin! Ist das nicht deren ihr Sohn? Ja, kann sein. Wartet! Es wird etwas Schreckliches passieren. Die Soldaten werden mit Nudelhölzer verkloppt. Oh, guck mal, da ist eine Kuh. Oder ein Pferd oder ein Esel, was ist das? Da links. Das ist, glaube ich, ein Esel. Können wir den mitnehmen? Der steht irgendwie komisch da. Den will ich mitnehmen. Komm, pack den mir ein und nimm den mit. Okay. Laufen kann ich nicht, ne? Nee, oh, schade. Etwas Schreckliches. Was denn? Ich meine, ich darf einen Vogel haben und dann darfst du auch einen Esel haben. Nein, wir müssen zurück. Entscheid dich mal. Oh Mann,